Rennstall, Forsthaus, Dorf, 510. Hallo. Hallo Frank, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Komm rein. Wo sind wir hier? Herzlich willkommen im Büro. Toll. Was hängt denn hier an der Wand? Das ist das Dress, mit dem Enora die Diana gewonnen hat. Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Ich arbeite, um zu leben. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Bio. In welchem Fach warst du am schlechtesten? Französisch. Magst du einen Kaffee? Gerne. Wo würdest du gerne deinen Ruhestand verbringen? Röttgen gefällt mir ganz gut. Was bringt dich zum Lächeln? Ein gesundes Fohlen. Um wie viel Uhr stehst du eigentlich normalerweise auf? 5.20 Uhr. Was möchtest du mit 80 machen? Mit 80? Da wäre ich froh, wenn ich noch leben würde. Wenn wir jetzt in deine Wohnung gehen, was würden wir im Kühlschrank finden? Zwei schöne Flaschen Bier. Was war dein erster Job? Das war auch mit Pferden. Und wo? Als Schulpraktikant hier auf Röttgen. Ah, was ist hier? Das ist die Siegerdecke von Welster aus der Union. Und wer war der bessere Derby-Sieger? Das sage ich dir nächstes Jahr. Darboven-Kaffee oder Jakobs-Kaffee? Chibo. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf die neue Rennsaison? 10. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Erkläre uns Galopprennsport in 3 Worten. Spannung, Spiel und Spaß. Was magst du am liebsten auf deiner Pizza? Pilze. Mit wem würdest du am liebsten Kaffee trinken? Oh, mit jedem, der mich besuchen kommt. Wo bist du aufgewachsen? Köln. Wenn du nicht mit Vollblütern arbeiten würdest, was würdest du dann machen? Ich verstehe die Frage nicht. Was wolltest du werden, als du klein warst? Polizist. Welchen Traum hast du dir zuletzt erfüllt? Gute Frage. Weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Das ist der kleine Windstoß. Den haben wir geschenkt bekommen von einer Mitarbeiterin des Hamburger Rennclubs. Und was denkt man, wenn man sowas geschenkt bekommt? Das ist doch toll. Haben wir auf jeden Fall einen Ehrenplatz für. Absolut toll. Was würdest du gerne besser können? Interviews geben. Das kannst du doch schon. Nein, furchtbar. Welches Land hast du zuletzt besucht? England. Welches Land würdest du am liebsten besuchen? Neuseeland. Oh, warte mal. Was ist? Oh. Die Arbeit? Ja, da kommt eine Stute zum Decken. Oh, dann müssen wir los. Was würdest du zum Mars mitnehmen? Ich würde nicht auf den Mars fliegen. Was ist das Erste, an das du heute gedacht hast, als du aufgestanden bist? Dass ihr heute kommt. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.